Was geht, Leute? Willkommen zurück hier bei Lords Mobile und willkommen zurück hier auf dem Kanal App Gaming. Ihr wisst bestimmt, was heute kommt. Wie immer das Video zu unserem Gilden-Event, aber auch sonst werden noch ein paar kleine Dinge angesprochen. Und bitte an die Leute, die jetzt hier gerade zugucken, schaut euch das Video bis zum Schluss an, denn ich habe wirklich eine sehr wichtige Frage, die ich euch stellen möchte und die diesen Account und diesen Kanal betrifft. Und das ist mir wirklich sehr wichtig, dass da so viele wie möglich, die es auch interessiert, mir eine Antwort geben. Und ihr seht es schon, ich habe mega Bock drauf, endlich wieder Battle Royale, was heißt endlich wieder, so lang ist es ja jetzt nun wieder auch nicht her, aber die Großen werden sich am Wochenende wieder kloppen. Und was heißt das für uns? Ja, dass die wahrscheinlich jeder wieder, also jede starke Gilde, die daran teilnimmt, bestimmt wieder um die 300, 400 Millionen Macht verliert und ordentlich Geld geflossen wird und wir uns das einfach ganz entspannt auf der Couch angucken können. Und uns wird nichts zerstört, sondern wir können einfach nur zusehen, wie die sich gegenseitig auf die Fresse kloppen. Und das finde ich immer genial. Aber dazu am Ende noch ein bisschen mehr. Ihr seht es schon, wir haben es endlich geschafft aufzusteigen. Diesmal war die Gruppe auf jeden Fall machbar. Es haben zwar nicht viele bei uns mitgemacht, ich kann es gleich mal kurz zeigen. Ich bin hier bei 938 Punkten, ist jetzt auch nicht die krasse Punktzahl. Ich will mich natürlich wieder bei den Leuten, die hier richtig krasse Leistungen gebracht haben, bedanken. Danke an Borgul, Odin, Hobbity, Next Level, Lord Hisham, Black Mamba, Bloodline Way, Max Ball, ja, alle über 1000 Punkte, also Respekt an euch. Danke an Riddick, auch über 1000 Punkte, Napo und zu guter Letzt Herd, alle über 1000 Punkte. Ihr müsst hierbei natürlich auch beachten, dass wir nur 8 Quests machen konnten. Viele von euch konnten ja schon in die nächste Liga aufsteigen und die sind dann mit 9 Quests dabei, deswegen muss man da die Punktzahlen ein bisschen anders gewichten. Ich sag mal so, bei 9 Quests ist es nicht mehr schwierig, 1000 Punkte zu erreichen, also es ist schon recht einfach. Aber mit 8 Quests ist das schon eine gute Leistung, zumindest für mich. Also ich find's super. Ich selber habe ja auch nur 938 Punkte, aber ich muss mich wirklich verteidigen. Ich muss auch 2 Accounts betreuen. Einmal mein zweiter Account. Schon wieder vergessen, hier mein WhatsApp stumm zu stellen. Ab dem nächsten Video, ich verspreche es euch, stelle ich mein WhatsApp stumm. Dann nervt euch das nicht mehr da oben. Ich vergesse es aber einfach immer wieder. Aber ich schreibe es mir fürs nächste Video gleich auf. Versprochen, Leute. So, 75.600 Punkte hier erreicht mit, ich glaube, 89 oder 90 Leuten, die daran teilgenommen haben. Die anderen waren abgemeldet oder sind neu in die Gilde gekommen und konnten nicht daran teilnehmen. Ich zeige es mal eben kurz. Also ich denke mal, das ist schon eine richtig starke Leistung hier, mit so wenig Spielern trotzdem so eine krasse Punktzahl hier zu erreichen. Ja, okay, krass sei jetzt mal dahingestellt, aber ich finde es richtig geil. Sind hier auf Platz 3 gelandet. Platz 3 finde ich übrigens, ja, ist fast gleich gut wie Platz 2. Also die Belohnung finde ich jetzt nicht wirklich schlechter. Man kriegt zwar weniger Beschleuniger, aber dafür kriegt man einen Verleger, den Platz 2 nicht bekommt. Also ich war sehr zufrieden damit. Ich kann es dir einmal kurz zeigen, was man da bekommt. 12 Stunden Forschungsboost, 600k Gold und den Verleger und noch 600 Edelsteine. Also da will ich mich nicht beschweren. Ich will euch hier nochmal kurz was zeigen, bevor wir dann gleich die Belohnung einsammeln. Und zwar habe ich 40 Millionen Gold ergattert. Dadurch, dass ich eine chinesische Gilde gefarmt hatte und von denen hatte ich irgendwie 7 Helden. Und 2 davon haben mir wirklich die 20 Millionen, die ich gefordert habe, überwiesen. Fand ich sehr geil. Also ist auch wirklich eine gute Möglichkeit, an Gold zu kommen. Und ich habe einen Held hingerichtet. Ich habe es ja schon im letzten Video gezeigt gehabt, glaube ich. Oder im vorletzten. Meine Statistiken. Ich habe wirklich richtig wenig hingerichtete Helden. Also ich bin da ein richtiger Noob. Im Hintergrund zeige ich gerade schon, was ich so einsammle. Ich bin da ein richtiger Noob und ja, einer ist da jetzt zumindest schon mal wieder dazugekommen, also ich bin jetzt keine Ahnung bei wie viel, aber ich habe letztens einen Held endlich mal wieder hingerichtet, gab dann einen schönen Altarboost, damit ihr da auf den Laufenden seid. So, klar, was nehme ich hier? Natürlich die Höllenherzog tun, weil 8 Stunden Beschleuniger ist jetzt nicht so fett und diese Flügelstiefel gehen mir immer zu schnell weg. Hier nehme ich auch Beschleuniger, hier nehme ich die Eisdrachen tun, damit wir gleich was Schönes zu öffnen haben. Hier auch gar keine Frage, natürlich Kavallerie Angriffsjuwel. Hier war ein bisschen schwierig, aber ich nehme mal den Monsterjäger. Vielleicht können wir den irgendwann nochmal gebrauchen, wenn wir mal endlich Monsterjagd 5 freigeschaltet haben. Dann werden wir den einen oder anderen davon bestimmt mal benutzen. Hier war es jetzt ein bisschen schwierig, also die Kristalle, die waren schon mal weg.
Die sind nicht so gut, aber ich habe mich dann hinterher für die 45 Stunden Beschleunigung entschieden, anstatt diese 10% Boost. Wobei die natürlich ziemlich geil gewesen wären, jetzt für meine großen Forschungen. Ja, hier nehme ich die Energie, dann hier die Beschleuniger, bei den nächsten auch Beschleuniger. Hier wieder Beschleuniger. Ich brauche Beschleuniger, Leute. Hier natürlich die Kriegerherzen, endlich mal bald meine komische Heilerin auf Gold. Und hier die Talentwälzer, die brauche ich auf jeden Fall auch für die Zukunft. Da werde ich auch ein paar Sachen freiforschen, damit ich da meine Sets für Kavallerie, Fernkampf, Infanterie, Verteidigung, Angriff, Forschung, Bau und sowas, damit ich mir die da einspeichern kann und nicht immer manuell mit meiner Hand die Talentpunkte verteilen muss. So, den Satz habe ich sogar auf die Reihe gekriegt. Mein Gott, endlich mal kein Versprecher hier. Ja, zurzeit gibt es diese komischen Sprösslinge, die wollte ich euch ganz kurz zeigen. Einmal gibt es die bei diesen Eventmonstern, die mal auftauchen, die geben nicht nur Ressourcen, boah, immer dieser Sprachfehler, geben nicht nur Ressourcen, sondern auch diese Sprösslinge. Und zweitens, halt bei diesen Höllen-Events sind Forschungsbeschleuniger drin, vielleicht zeige ich es gleich nochmal. Dann sind da noch, könnt ihr Kristalle kriegen und ich glaube Flügelstiefel. Mehr kann man da auch nicht rauskriegen. Ist jetzt nichts Wildes, aber ich meine, diese Eventmonster zu jagen kostet euch nichts. Macht es einfach, wenn ihr mal da Zeit habt. Und dann kriegt ihr so ein paar Sprösslinge. Und wer weiß, vielleicht habt ihr ja Glück und ihr kriegt diesen 3-Tages-Beschleuniger. Jetzt machen wir gleich natürlich das Kisten-Opening. Erstmal jetzt hier noch die Kisten auf. Oh, 1000 Edelsteine. Die nehme ich natürlich gerne. 2x3 Stunden Schleuniger war da oben gerade. Also hier ist einiges Gutes dabei gewesen. Da beschwere ich mich absolut nicht. Ihr seht es oben rechts, ich bin momentan richtig rich, Leute. 153 Millionen Gold. Der ein oder andere kann sich natürlich denken, warum ich dieses Gold am Start habe. Leider brauche ich dieses Gold auch wirklich. Mehr will ich dazu jetzt auch nicht sagen. So, Juwelentruhen, was haben wir da Schönes drin? Ja, Kavallerie-Verteidigungsjuwel nehme ich gerne. Diese Materialtruhen, die klatschen wir jetzt gleich einfach durch. Aber erstmal schauen wir uns mal an, was so bei meinen Juwelen gerade am Start ist. Muss da ja schon einiges zusammengespart haben. Ich denke, ich kann mittlerweile auch einige lilane Angriffsjuwelen machen. Ich muss mal nur meine blauen Juwelen wieder von meinem Angriffsset runterholen, damit ich die hier mit meinen vorhandenen, ja, verschmelzen kann. Wenn ich diese ganzen Juwelen, die ich auf meinen Ausrüstungssachen drauf habe, runterhole, da werden da bestimmt ein paar Lilane zusammenkommen. Darüber mache ich dann mal ein Video, wie ich das alles zusammenschmelze und dann wie auf meinen Ausrüstungsteilen verteile und warum. Aber das ist dann in den nächsten Wochen auf dem Plan. Oh, geil! Ungewöhnliche Jade-Kugel. Das heißt, ich brauche nur noch zwei, dann kann ich endlich meine Lindwurmkrone auf grün machen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Schauen wir mal kurz nach. Wir haben doch hier Zeit, Leute. Also, auf gewöhnlich ist sie. Jo, noch zwei Stück, dann habe ich den Kack endlich auf grün. Oder eine grüne und zwei gewöhnliche, das würde mir auch reichen. Das ist optimal. Hier nichts Besonderes drin bei den Terrortruhen. Ich bin natürlich gleich auf die Tötertruhen gespannt, Leute. Ihr wisst, dieses Monsterjagd-Set ist einfach so genial und das Free-to-Play halbwegs vernünftig zu schmieden dauert so ewig. Deswegen bin ich froh über jede Tötertruhe. Und auch diese Teile hier, ist jetzt zwar kein Eisdrachenherz dabei, aber ich muss noch mein Eisdrachenschild auf Gold machen. Und da fehlt mir, glaube ich, auch nicht mehr so viel. Deswegen bin ich darüber auch ganz froh. Jawohl, Leute, zwei gewöhnliche Jägerflammen. Der eine oder andere würde jetzt sagen, ist ja jetzt nicht so krass, aber ich finde es richtig geil. Ich glaube, dadurch kann ich jetzt ein neues Teil vom Jägerset schmieden. Jawohl, Jägerharnisch kann ich jetzt schmieden. Schönes Dingen, Leute. Das gefällt mir natürlich. Den habe ich nämlich noch nicht. Dann fehlt mir nur noch oben links, ich weiß nicht, was das ist. Das müsste Waffenhand sein. Waffenhand oder Schildhand, ich bin mir gerade nicht sicher. Dann fehlt mir nur noch das Teil und dann habe ich wirklich alle 6 Monsterjagd-Ausrüstungsteile geschmiedet und das ohne einen Cent zu investieren. Das ist da natürlich schon mal feierlich. Und genau zwei gewöhnliche Jägerflammen habe ich gebraucht für diesen Jägerharnisch, also optimal. Optimal, darüber freue ich mich richtig. Also eine ungewöhnliche Jade-Kugel und hier diese Jägerflammen.
besser geht's gar nicht. Und das mit diesen paar Kisten, da darf ich mich heute wirklich mal nicht beschweren. Also heute hatte ich wirklich Glück. So, ihr seht es, Leute, wir haben die 5 Milliarden Macht geknackt. Klopfen wir mal gerade selber auf die Schulter. Ich freue mich auf jeden Fall richtig. Wir sind auch momentan voll 100 von 100 Leuten, aber ihr kennt das ja bei uns. Bei uns werden immer mal Leute gekickt, weil sie sich nicht an die Regeln halten oder weil sie ihre Leistungen nicht beim Gilden-Event bringen und sich nicht vorher abgemeldet haben, all solche Dinge. Deswegen ein oder zwei Plätze werden da immer mal im Monat frei. Oder weil jemand inaktiv wird und keinen Bock mehr hat. Muss ja nicht immer wegen Regelbruch oder sowas sein. Oh, ich freue mich so aufs Battle Royale, wenn ich da dieses Bild sehe, ne? Ich freue mich schon wieder auf diese ersten Sekunden, wenn da 1000 Leute in Porten mit ihren 1 Milliarden Burgen. Das ist immer so ein, ja, so ein geiles Bild. So, genau, ich wollte euch ja noch zeigen, was bei diesen Sprösslingen für euch bei rumkommt. Ja, eigentlich genau das, was ich gesagt habe. Ein paar Forschungs-Speed-Ups. Ihr könnt 1000 Edelsteine, wenn ihr Glück habt, kriegen. Und Flügelstiefel 2. Nichts Besonderes, aber trotzdem genial, wenn ihr das Glück habt, da mal so einen 3-Tages-Beschleuniger zu kriegen. Und wenn es nur ein paar 8-Stunden-Beschleuniger sind, ist es trotzdem geil. Habe ich hier noch ein paar Drehs übrig? Nee, habe ich nicht. Aber Leute, auch hier, vergesst nicht, auf Neues zu gehen. Ihr könnt euch immer so einen Dreh abholen. Ich habe da jetzt noch nichts Gutes gekriegt. Keine Kristalle, keine Forschungsbeschleuniger, keine normalen Beschleuniger, immer nur Ressourcen und Truppe zurückziehen. Aber vielleicht habt ihr Glück, lasst euch das nicht durch die Lappen gehen, kostet euch ja nichts. Ja, so viel dazu, Leute. Und auch wieder, gerade habe ich es gesehen, im Labyrinth, also jetzt, wo ich das Video aufgenommen habe, war es noch nicht so, aber jetzt momentan, wenn ihr das Video seht, ist wieder im Labyrinth dieses Event, dass ihr Gegenstände, also seltene Gegenstände bekommen könnt. Oh, ich sehe gerade Handelsreisende. Also diese Viecher sind gerade hier auf der Karte. Einmal der Höllenkäfer und dieser Goblin, der Gold gibt. Dann mache ich das hier auch nochmal eben für euch, damit ihr das seht, was ihr da so bekommen könnt. Machen wir mal ein paar von denen platt. Und dann schauen wir mal. Also ihr könnt sie sehen, bis 6 Millionen Nahrung könnt ihr kriegen und diese Sprösslinge. Und das Dunkelnest läuft auch gerade, das ziehen wir uns dann auch noch rein, aber dann reicht es wirklich für heute. Soll wirklich nur ein kurzes Video sein zu dem Standpunkt, was wir im Gilden-Event erreicht haben. Also wir sind aufgestiegen, das heißt, ich kann euch nächstes Mal endlich 21 Stufen präsentieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir diese 21 Stufen schaffen. Und dann kann ich 21 Geschenke einsammeln, Leute. Das wird richtig geil. Dann kann ich ein besseres Kisten-Opening machen für euch. Darauf freue ich mich auch schon richtig. Und ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr so erreicht habt. Ich weiß, dass viele von euch schon in der Expertenstufe sind, dass einige auch die 100.000 Punkte geknackt haben. Das ist mit 8 Quests natürlich nicht so einfach machbar, aber mit 9 Quests ist das trotzdem schon eine richtig krasse Leistung, 100.000 Punkte zu erreichen. Ich bin mal gespannt, wie viele Punkte wir dann letztendlich erreichen, wenn wir in dieser Expertenstufe sind und jeder seine 9 Quests machen kann. Ich denke mal, 90.000 Punkte werden wir auch easy schaffen, aber 100.000, ob wir das schaffen, das wird echt schwierig, aber seid gespannt, beim nächsten Gilden-Event wissen wir dann mehr. Hauptsache, ich kann diese 21 Stufen da einsammeln, darauf habe ich richtig Bock. Wir schauen uns dann gleich auch nochmal an, was ich in diesen Sprösslingen habe, aber jetzt die wichtige Frage, Leute, die ich am Anfang angekündigt habe. Ach Leute, wie soll ich es euch erklären? Ich frage euch, weil viele von euch sind jetzt schon über ein Jahr dabei bei diesem Kanal. Danke an jeden, der Spaß daran hat, meine Videos zu gucken. Es macht mir immer noch genauso viel Spaß, für euch diese Videos zu machen. Und deswegen frage ich euch, weil ich finde, ihr habt dann genau dasselbe Mitspracherecht wie ich selber auch. Und das ist diesmal wirklich ernst gemeint. Ich weiß, ich habe euch das schon mal gefragt, aber soll ich Geld in das Spiel investieren oder nicht? Es gibt momentan dieses geile 21-Euro-Paket. Das würde ich mir dann holen, wenn ihr sagt, ja okay, investier Geld, aber jetzt nicht so viel. Ich werde sowieso nicht viel Geld investieren, wahrscheinlich dann 20 oder allerhöchstens 30 Euro im Monat. Denn ich will ja auch, dass die Leute, die Free-to-Play sind, sich noch halbwegs mit diesem Kanal identifizieren können. Und das geht natürlich nicht, wenn ich hier 200 Euro im Monat reinbretter, irgendwann dann mal 300 Mio habe und dann jeder Free-to-Play-Spieler mit seinen 60, 70 Millionen sagt, ja, du bist einfach nur ein Cash-Player, so. Ich habe gar keinen Bock mehr, deinen Kanal zu gucken. Das soll jetzt hier keine Kritik sein an irgendwelche Cash-Player oder so. Also versteht das nicht falsch, nur ich möchte natürlich, dass
beide Seiten Bock haben, sich meinen Kanal anzugucken. Einmal die Leute, die kein Geld investieren und einmal die Leute, die, denen das Spiel so viel Spaß macht, dass sie halt Geld darin investieren. Ich meine, manche Leute hauen 1000 Euro in FIFA rein, warum nicht auch Geld in so ein Spiel reinstecken, wenn es einen Spaß macht. Nur, ich finde, ihr habt da Mitspracherecht, denn ihr seid jetzt so lange schon auf diesem Kanal. Und ich möchte da nichts machen, was euch, sage ich mal, gegen den Strich geht. Also schreibt es mir in die Kommentare, würde euch das was ausmachen, wenn ich ab und zu mal einen müden Euro hier in das Spiel investiere? Wenn nein, dann würde ich mir heute Abend noch eine Google Play Karte kaufen von 25 Euro, mir dieses Paket holen. Also schreibt es mir bitte in die Kommentare, Leute. Und gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn euch gefallen hat. Ihr kennt das Spielchen. Viel Spaß noch beim Lords Mobile zocken. Haut da rein. Ciao. So